Seid gegrüßt und seid willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir werden jetzt hier die Quest abgeben. Wir hatten ihn erfolgreich in der letzten Folge, den Skirbor, zurückgebracht. Er war bei den Outlaws zur Forschung von menschlichen Verhalten. Und dann schauen wir doch mal, ob wir denn jetzt die Möglichkeit erhalten, langsam zurück zu den Alps zu kommen. Da müsste er sogar schon stehen. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte Schwierigkeiten im Krater. Die Outlaws. Das Menschenpack interessiert mich nicht. Hast du erledigt, was ich dir aufgetragen habe? Ja. Und ich habe mehr als sonst bekommen. Hier. Glaube ja nicht, dass mich das zufriedenstellt. Meine Geduld mit dir wurde zur Genüge strapaziert. Du wirst dich augenblicklich zu den Silos begeben und deine Elex-Ration einnehmen. Dein Mangel an Leistungsfähigkeit ist nicht länger hinnehmbar. Mit sofortiger Wirkung wird das abgestellt. Wird erledigt. Skibor ist zurück. Was du nicht sagst. Nur frage ich mich, ob ich das dir zu verdanken habe. Ohne mich wäre er nie hier angekommen. Ich habe ihn den ganzen Weg über begleitet. Wenn es stimmt, was du sagst, wird er mir das sicher bestätigen können. Verdammt! Was war das? Los, alle mir nach! Okay. Was ist jetzt passiert? Skibor hat bestimmt irgendwie Mist gebaut. Was ist passiert? Rede. Ich weiß es nicht, ich will antworten. Skibor, er war der Letzte, der... Der was? Er war hier und wollte sich seine Elex-Ration holen. Dann dieser Knall und... Das reicht. Du sorgst jetzt dafür, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich übernehme ab hier. Jawohl. Du gibst mir jetzt eine klare Antwort. Ist das dein Werk, um uns weiteren Schaden zuzufügen? Was? Ich stand doch bei dir, als es passiert ist. Verkauf mich nicht für dumm. Nach Jahren der Abwesenheit schlägst du wieder auf, begleitest einen unserer Agenten und dann fliegt dieser mitsamt einem unserer Silos in die Luft? Zufall? Wohl kaum. Jetzt mach mal Halblan. Welchen Nutzen sollte ich davon haben? Skibor hat jedenfalls keinen mehr. Ihn können wir vom Boden kratzen, während du hier stehst und alles abstreitest. Finden wir lieber heraus, wer wirklich dahinter steckt. Wenn du tatsächlich nichts damit zu tun hast, ist es in deinem eigenen Interesse, mir Antworten zu liefern. Also tu das auch. Dreh hier jeden Stein um. Ich will ein genaues Abbild des Geschehens. Ich muss Alexitor Arzog Meldung machen. In einer Stunde habe ich deinen Bericht. An die Arbeit. Was soll das? Hier gibt es nichts zu sehen. Aber das ist nichts. Schade. Was ist mit unseren Rationen? Darum wird sich gekümmert. Wer und wann? Commander Irissa. Und jetzt Schluss mit den Fragen. Die Agenten werden alles klären. Euch hat nur die Arbeit zu interessieren. Abmarsch! Was willst du? Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Sie war gewaltig. Es hat mich glatt von den Beinen geholt. Was ist unmittelbar davor geschehen? Das, was ich Commander Irissa auch erzählt habe. Skibor wollte seine Elex-Ration abholen. Und kurz nachdem ich ihn vorbeigelassen hatte, flog hier alles in die Luft. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nein. Er trug auch nichts bei sich, womit sich diese Sprengkraft erklären lässt. Eine Apparatur, die dazu imstande wäre, hätte ich sofort bemerkt. Könnte jemand schon vorher eine Bombe am Silo angebracht haben? Ausgeschlossen. Der gesamte Bereich wird ununterbrochen überwacht. Irgendetwas oder irgendwer muss die Explosion herbeigeführt haben. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik lässt sich der Vorfall nicht erklären. Das ist auch alles, was ich dir dazu sagen kann. Wer bist du? Ich heiße Excel.
Ich sorge dafür, dass sich hier niemand an den Silos zu schaffen macht. Den Job scheinst du nicht besonders gut zu machen. Zweifelst du etwa an meiner Effektivität? Naja... Aber du hast recht. Dieser Vorfall sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich werde Verstärkung beantragen, damit so etwas nie wieder passiert. Und sonst so? Was machst du, wenn nicht gerade etwas in die Luft fliegt? Ich passe auf, dass niemand Elex klaut. Diebe? Seit der Hybrid und seine maßlosen Pläne der Vergangenheit angehören, ist es bereits vorgekommen, dass hier gestohlen wurde. Dass wir Alps uns eines Tages gegenseitig bestehlen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt. Jeder hier bekommt doch seine Ration. Ich verstehe nicht, warum manche damit nicht zufrieden sind. Vielleicht kommen sie mit den Emotionen nicht klar und wollen deshalb mehr haben. Ich denke, das wird es sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Gesellschaftsstruktur wirklich die richtige für uns ist. Vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit, bis sich jeder an seine Elex-Ration gewöhnt hat. Kann ich hier auch eine Ration Elex bekommen? Nicht bei mir. Ich bin nur berechtigt, Leute an die Silos zu lassen, die bereits eine Erlaubnis haben. Die öffentliche Elex-Ausgabe findest du im Sektor der Soldaten, direkt unterhalb der Silos. Sprich mit Commander Nox. Er wird dir sagen, ob dir auch welches zusteht. Ja gut, das hatten wir in der Folge davor getan. Ist er denn jetzt tot? Das wäre ja schade, weil ich eigentlich gedacht hätte, man könnte ihn überzeugen, zu den Klerikern zu gehen. Teile vom Silo. Unverdächtig. Metall, das vom Elex-Silo stammt. Gewebe? Jede Menge Gewebe. Die Explosion muss Skibo auseinandergerissen haben. Oh, doch nicht. Okay, der hat doch nicht überlebt. Das Metall hier sieht nicht so aus, als wenn es vom Silo stammt. Ungewöhnlich. Ach, der hatte doch Bauchschmerzen, ne? Der hatte doch in der letzten Folge so viele Bauchschmerzen gehabt. Kann das sein? Das... Weiter geht's. Kann das sein, dass er doch irgendwie was damit zu tun hat? Elex aus dem Silo. Stark verunreinigt. Dass er irgendwie eine Bombe oder so in seinem Mageninhalt hatte. Irgendwie sowas. Oder dass er unbeabsichtigt was damit zu tun hatte. Schwefel. Garantiert kein Bestandteil des Silos. Passt zu einer Bombe. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in Kenntnis setzen. Okay, also gut, bei den Outlaws-Lager war ja sehr viel Schwefel immer am Herumliegen. Zu viel Schwefel gegessen, dadurch mit dem Elix in Verbindung geraten und explodiert. Ich glaube, hier sollten wir nicht sein. Da sind wir, glaube ich, hier rum, ne? Ja. Hast du die Informationen, um die ich dich gebeten habe? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine. Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Alexator Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut, da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen.
Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Okay, also wir müssen jetzt hier zu seiner Kuh hier. Ich glaube, hier durch ist es nicht, ne? Ist komplett da hinten rum. Oder ist es doch hier direkt rein? Und das ist nur ein riesen Schlafsaal, Schlafraum hier. Ja, scheint doch hier irgendwo zu sein. Komme ich denn jetzt da oben hin? Will das Schwert haben? Ist ja blöd. Das ist bestimmt ein richtig gutes Schwert. Verbrauchen wir direkt den Elix-Trank, ne, damit die nicht hier auf doofe Gedanken kommen, uns sie wieder wegzunehmen. Schade, wie kommen wir denn jetzt zum Schwert hier? Können wir nicht einfach aufnehmen. Aha, jetzt. Das ist sogar ein richtig gutes Schwert. Aber wirklich jetzt was hier gefunden haben wir nicht, ne? Titanbecher. Ich glaube, wir müssen eine Etage höher. Wird es ja wohl hier sein. Was machst du hier? Du unterbrichst eine laufende Ermittlung. Hast du auch einen Namen? Zarek. Und jetzt, wo das geklärt ist, kannst du gehen. Wenn hier einer gehen muss, dann du. Ich bin im Auftrag Irissas hier. Irissa? Das ändert einiges. Wir wollen das Gleiche. Auch ich soll herausfinden, wer für die Zerstörung des Elex-Silos verantwortlich ist. Sie hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Das wundert mich nicht. Elexitor Arzog gab mir den Auftrag. Er will die Untersuchung intensivieren. Deswegen arbeiten er und Commander Irissa parallel an der Aufklärung des Vorfalls. Nur stoße ich an die Grenzen des Machbaren. Wir sollten also kooperieren. Gut, arbeiten wir zusammen. Ausgezeichnet. Ich habe bereits einige Informationen sammeln können. Und was hast du bisher herausgefunden? Bisher deutet nichts auf eine Beteiligung Skibors hin. Diese Unterkunft unterscheidet sich nicht signifikant von den anderen. Gleiche Einrichtung, gleiche Ausstattung, mit einer Ausnahme. Der Tresor. Mir ist es bisher nicht gelungen, ihn zu öffnen.
Commander, Blockade im Schließmechanismus wahrscheinlich. Erwarte Anweisung, Umgehungsmaßnahmen einzuleiten. Nicht nötig. An diesem Punkt war ich bereits. Ich konnte zwar eine Sperre aufheben, die es unmöglich gemacht hatte, einen Code einzugeben, nur ist mir dieser nicht bekannt. Irgendwo muss es einen Hinweis auf den Code geben. Ich konnte bisher nichts finden, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Wir rücken erst ab, wenn das Ding offen ist. Gib mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Ja. Hier ist auch schon mal eine Aufzeichnung. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Schlechter Zeitpunkt. Aber wahrscheinlich müssen wir nochmal mit ihm jetzt zusammenreden. Ich habe einen Audiolog gefunden, das einen Hinweis auf den Tresorcode geben könnte. Meinen Respekt. Ich muss ihn übersehen haben. Aber warum glaubst du, enthält er den Code? Weil er eine wahllose Aneinanderreihung von Zahlen beinhaltet. Was waren das für Zahlen? 10:32, 13:57, 19:48, 23. Nur habe ich den Eindruck, dass die Nachricht unvollständig ist. Von wegen wahllos. Das sind Zeitangaben. Und ich weiß, welche Ziffern fehlen. Woher? Weil Skibor zu exakt diesen Zeiten seine Elex-Rationen zu sich genommen hat. Ich musste sie damals für ihn berechnen. Die Zahl, die fehlt, ist die 14. Und ich bin sicher, wenn die drei anderen Zahlen zu keinem Ergebnis führen, wird die letzte unser Türöffner sein. Probier's aus. Dann werden wir sehen, ob ich recht behalten habe. Oh. Habt ihr euch das gemerkt? ja. Also 23:14, okay. Geht doch. Elexit. Klerikerkleidung. Und kleiner gelber Stein. Mal sehen, was Zarek davon hält. Skibors Tresor ist offen. Und was war drin? Klerikerkleidung. Sagt dir das irgendwas? Im Gegenteil. Ich habe nur noch mehr Fragen. Aber ich will sie mir mal genauer ansehen. Sie muss einen Hinweis enthalten. Da, tu dir keinen Zwang an. Interessant. Was hast du entdeckt? Spuren von Elex. Nur dürfte es die nicht geben. Skibors Rationen waren speziell verpackt und der Verzehr erfolgte inklusive der Versiegelung. Wozu das? Eine notwendige Maßnahme, um seinen Wandlungsprozess aufrechtzuerhalten. Du hast doch Skibor zum Depot begleitet, korrekt? Ja, und? Konntest du unterwegs einen Blick auf seine Sachen werfen? Hat er Elex mit sich geführt? Elex, das nicht versiegelt war? Ja, bevor ich das Depot betreten habe, hat er mir welches gegeben. Wirklich ungewöhnlich. Die Angelegenheit wird immer komplexer. In jedem Fall sollten wir unseren Fund melden. Irissa wartet sicher schon ungeduldig. Ich übernehme das. Mir nach. Ich glaube, der wollte schon selbstständig zu den Klerikern wechseln, langfristig. Ob diese Elix- und Schwefelkiste irgend so eine explosive Reaktion ausgelöst hat.
Commander Irissa. Die Untersuchungen in Skibos Unterkunft sind abgeschlossen. Dann berichte Arzog oder tritt beiseite. Nicht du bist es, von dem ich einen Bericht erwarte. Ich halte es für unumgänglich, dass ich die Ergebnisse präsentiere. Das muss warten. Ich habe etwas mit deinem Nebenmann zu klären. Warum arbeitest du mit einem Scout von Arzog zusammen? Das war nicht Bestandteil deines Auftrages. Zarek war vor mir in Skibos Unterkunft. Das ist gelogen. Ich konnte ihn gerade noch aufhalten, als er wichtige Beweise vernichten wollte. Ich habe mich wohl gerade verhört. Was wollte ich? Seine Reaktion spricht für sich. Am besten lässt du ihn aus dem Depot entfernen. Das könnte dir so passen. Ruhe. Was sind das für Beweise? Ich habe in Skibors Tresor eine Kleriker-Uniform ausfindig gemacht. Außerdem konnte ich herausfinden, dass er illegal mit Elex gehandelt hat. Sein Lieferant ist im Übrigen anwesend. Der Fall ist klar. Skibor war ein Doppelagent und Jax sein Komplize. Klar ist nur, dass ich dir einen auf die Fresse gebe. Schluss jetzt. Aber sowas von... Ich bin an Fakten, nicht an Unterstellungen interessiert. Du wirst dich unverzüglich zu Arzog begeben und weitere Befehle abwarten. Aber... Abmarsch. Jawohl, Commander. Und von dir habe ich eine korrekte Ausführung des Auftrages erwartet. Keine weiteren Komplikationen. Also so langsam sind mir echt die Probleme langsam egal. Es ist ja hier so eine ganze Unterstellung und Anfeindungen direkt zu erhalten zu haben. Na sowas von. Warum hast du mich in Schutz genommen? Sympathie hat mein Handeln nicht beeinflusst, nur dass du es weißt. Dir ist wohl noch immer nicht klar, was auf dem Spiel steht. Weißt du, was passiert, wenn das Depot fällt? Wenn weitere Anschläge unsere Moral erschüttern? Schon jetzt ist es uns kaum möglich, den Fremden Einhalt zu gebieten. Ohne unseren Widerstand fällt nicht nur Ignadon, dann fällt alles. Die Sicherheit dieses Stützpunktes garantiert die Sicherheit aller. Ich habe getan, was du wolltest. Was willst du noch? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Zareks Herangehensweise ist schlecht. Er arbeitet unfokussiert und zieht die falschen Schlüsse. Was es mit dem Anschlag auf sich hat, wer alles dahinter steckt, muss restlos aufgeklärt werden. Ob Skibor illegal Elex besessen hat oder nicht, ist eine nicht zu beachtende Kleinigkeit angesichts unserer Probleme. Wenn mir weiterhin Steine in den Weg gelegt werden, wird daraus nichts. Das sehe ich anders. Es ist euch gelungen, eine Spur zu finden. Ich ordne daher an, dass eure Kooperation fortgeführt wird. Du wirst deine Erfahrung einsetzen und unter Zareks Kommando zu den Klerikern aufbrechen. Wenn Skibor wirklich ein Doppelagent war, werden in ihrer Basis Beweise dafür zu finden sein. Nein. Solange Zarek dabei ist, gehe ich nirgendwo hin. Das war keine Bitte. Die Lage ist ernst. Deine persönliche Agenda hat hinten anzustehen. Wache! Solange sich Jax im Depot aufhält, wirst du ihm nicht von der Seite weichen. Er soll unverzüglich mit Zarek zu den Klerikern aufbrechen. Zu Befehl, Commander. Ich brauche keine Aufpasser. Und ich brauche keine weiteren Komplikationen. Geh jetzt. Sprich mit Zarek. Du hast den Commander gehört. Los geht's. Ah ja, alles klar. Sind wir in Fettnäpfchen getreten, weil wir dann doch zu nett waren und zu gutgläubig. Jetzt haben wir auch noch einen Schoßhund hinter uns hier. Na gut, dann werden wir wohl Zarek nochmal eine polieren müssen. Was ist er denn jetzt? Oben wahrscheinlich. Wo steht er denn?
Er sollte doch hier noch hin. Ich suche Zarek. Er hat mir berichtet, was vorgefallen ist. Angeblich bist du keine große Hilfe gewesen. Was genau willst du von ihm? Ich soll mit ihm zu den Klerikern aufbrechen. Sie könnten an dem Anschlag auf das Silo beteiligt sein. Da ich davon ausgehe, dass Commander Irissa diese Anweisung erteilt hat, stelle ich ihn für diesen Zweck frei. Such im Sektor der Kollektoren nach ihm. Er wollte dort irgendeiner Sache nachgehen. Los, ab mit dir zu den Kollektoren. Das hatte ich vor. Gut, der Befehl ist ohne Verzug umzusetzen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Cora sagt, du verhinderst ihre Expedition. Redest du von der Wissenschaftlerin Cora? Jene Cora, die von mir Soldaten haben möchte, um ein Himmelfahrtskommando zum alten Konverter zu unternehmen, nur um irgendwelchen vagen Gerüchten nachzugehen? Bei ihr klang das irgendwie anders. Kann ich mir vorstellen. Seit diesem Experiment ist sie äußerst schwierig geworden. Experiment? Cora hat an einer Destillation von Elex geforscht. Die dabei ausgetretenen Gase, sagen wir einfach, haben ihr nicht gut getan. Wenn sie nicht so wichtig für unsere Forschungen wäre, hätten wir sie längst ersetzt. Wegen Cora. Du willst, dass ich ihre Expedition zum alten Konverter genehmige, richtig? Nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Alles klar, wir brauchen 50 Stärke dafür und könnten dann die Expedition dann überreden lassen. Im Hinterkopf behalten. Haben wir dann nicht die Möglichkeit, hier auf 50 Stärke jetzt schon zu kommen? Nee, nicht ganz. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Punkte ausgegeben. Na, blöd. Ich wollte die nicht ausgeben. So, wo versteckt er sich denn jetzt hier? Kollektoren. Waren die denn überhaupt nochmal? Ich glaube, die waren ziemlich am Eingang, ne? Ich traue den Agenten nicht. Dein Misstrauen ist unbegründet. Sie sind Hüter der Direktive. Du brauchst zu lange. Beweg dich schneller. Gut. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Erst wenn du mit Zarek aufgebrochen bist. So sieht man sich wieder. Ja, und? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Und du bist mir im Weg. Hast du geglaubt, ich lasse dir die Nummer bei Irissa durchgehen? Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Unterlass die Drohungen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Auftrag? Irissa hat befohlen, dass wir gemeinsam zu den Klerikern aufbrechen. Hat sie den Verstand verloren? Hüte deine Zunge, Scout. Mir gefällt es ebenso wenig wie dir. Ha, einem Verräter und Mörder zur Seite stehen. Wenn's dir nicht passt, klär das mit Irissa. Ich hab sowieso genug von dir. Du weißt so gut wie ich, dass man sich ihren Anweisungen nicht widersetzt. Hat sie sonst noch was gesagt? Sie hat gesagt, dass ich das Kommando habe.
Inkorrekt. Du hast dich Zareks Kommando zu unterwerfen. So, so. Du zweifelst meine Integrität an und bedienst dich selbst der Lüge? Damit sind wir quitt. Bring deine Ausrüstung auf Vordermann, bevor wir aufbrechen. Ich sehe nicht ein, unterwegs meine Munition mit dir zu teilen. Wenn du alles hast, triff mich beim Südausgang. Mein Auftrag ist erledigt. Von eurem Erfolg hängt unsere Sicherheit ab. Vergiss das nicht. Heißt das, ich bin dich los? Das heißt, dass ihr euch reinhängen sollt. Ausrüsten und abmarschieren. Ah ja. Also dem polieren wir auf jeden Fall nochmal so richtig das Gesicht. Der geht ja richtig auf die Nerven. Aus dem gleichen Grund, warum es uns auch nicht möglich war. Niemand konnte. Kannst du mal dich schneller bewegen? Bereit? Sagst du mir jetzt, warum du mich bei Erissa reinlegen wolltest? Ich hatte meine Gründe. Die da wären... Hör zu. Unsere Mission verbindet uns. Sonst nichts. Gerissenheit 20. Haben wir die? Oh. Nee, haben wir nicht. Dann sag mir endlich, was Sache ist. Nein. Was wolltest du von den Kollektoren? Antworten. Haben sie etwas mit dem Anschlag zu tun? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Bringen wir es hinter uns. Dann los. Was? Das ergibt doch keinen Sinn. Wie sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert hier. Ist ja ganz schön langwierig hier, sich den Alps anzuschließen. Um nur dann eigentlich wieder zu den Klerikern zu gehen. Verrückte Sache. Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Ja. Dann ist dein Wert für diese Mission soeben gestiegen. Warum? Ich habe eine Feststellung getroffen. Keine Fragestunde eröffnet. Los, weiter. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Also er redet auf jeden Fall nicht so viel wie Skibor. Wir halten uns weiter an der Flanke des Berges. Ihn zu überqueren ist zu gefährlich. Das verzögert unsere Mission. Das hält uns am Leben. Los, weiter. Und nimm etwas Geschwindigkeit raus. Getrampel können wir nicht brauchen. Weich mir nicht von der Seite und achte auf sich bewegende Schatten. Überraschungen sind ein Element, auf das wir verzichten können. Yeah.
Raum halten wir? Nur so ein Gefühl. Besser, wir sondieren die Lage. Ich rücke vor und du kommst mit etwas Abstand nach. Bleib unauffällig. Oh oh. Oh oh. Wegrollen. Passiert hier noch was? War jetzt komisch, wir haben keine Erfahrungspunkte erhalten. Arbeite an deiner Haltung. Ein Troll bewegt sich unauffälliger als du. Was du nicht sagst. Was ist jetzt? Da vorne liegen zwei Kleriker. Tot, dem Anschein nach. Ich sehe vor allem ein paar Viecher. Die Kristallratten müssen wir natürlich beseitigen. Freiwillig lassen sie uns nicht an die Leichen. Einverstanden. Ich gehe voran. Hier fehlt eine Leiche. Wie kommst du darauf? Die zwei waren Kundschafter und für gewöhnlich sind sie zu dritt unterwegs. Was wollten die Kleriker hier? Ressourcen auftreiben. Seit wir ihren Lebensraum minimiert haben, fehlt es ihnen an Nachschub. Eine notwendige Maßnahme unsererseits. Notwendig? Warum? Ignadon ist von großer strategischer Bedeutung. Die Kleriker würden es niemals schaffen, das Land auch nur ansatzweise gegen die Fremden zu verteidigen. Und dessen bist du dir sicher? Wenn sie uns schon nicht aufhalten konnten, wie hätten sie ihnen dann etwas entgegensetzen sollen? So betrachtet können sie sich glücklich schätzen, dass wir sie vertrieben haben. Egal, konzentrieren wir uns darauf, den Dritten im Bunde zu finden. Was versprichst du dir davon? Antworten auf meine Vermutung, dass der neue Feind das hier zu verantworten hat. Also, stimmst du mir jetzt zu, der Spur zu folgen, oder braucht es eine weitere Belehrung? Nach dir. Nicht so schnell. Nimm von hier mit, was du brauchen kannst. Da die Angreifer kein Interesse an der Ausrüstung hatten, machen wir uns diesen Umstand zunutze. Bin gleich zurück. Dann werden wir jetzt noch mal eben die Kleriker plündern und die hungrige Kristallratte. Hier ist auch noch eine. Trank der Eisenhaut und ein bisschen Schrott.
Und dann werden wir jetzt an dieser Stelle die Folge soweit beenden. Ich freue mich darauf, euch dann in der nächsten Folge wiederzusehen. Danke fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius.